Und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Wie auch immer. So, wir haben beim letzten Mal Suppe ausgeliefert und gucken einfach mal jetzt, ob wir noch eine Suppe ausliefern müssen. Ich meine, wir haben den Kronleuchter runtergeschossen. Da hängt auch keiner mehr. Hm, uncool. Naja, gut. Fragen wir mal nach. Ausgezeichnet. Du hast die Suppe also abgeliefert und heiß war sie auch noch. Nun, dann lasse ich mich kurz mit deinen... Was? Dann lass mich das kurz mit deinen Schulden für den kaputten Kronleuchter verrechnen. Oh, das reicht noch lange nicht aus, um für den zerstörten Kronleuchter aufzukommen. Oh Gott. Als nächstes wirst du uns bei der Kürbisernte helfen. Und ich will keine Beschwerden hören. Na gut. Das dürfte dir leicht fallen. Du hast doch bestimmt das Kürbisfeld draußen gesehen. Ich möchte, dass du die Kürbisse in das Lager trägst. Weitere Einzelheiten erklärt dir Kabocha. Aber vergiss nicht, auf meinem Kürbisfeld wird nur tagsüber gearbeitet. Wer kann schon sagen, was passiert, wenn man Kürbisse nachts erntet? Aha. Das klang jetzt komisch. Achso, raus und rum. Ach, wobei, nee, hinten ist da auch eine Tür. Dieses ganze Geschwätz über Monster und Dämonen war also wirklich nichts weiter als heiße Luft. Der Kerl wollte sich tatsächlich nur interessant machen. Ja, aber ich wollte eigentlich an dir vorbeilaufen und dich nicht anquatschen. Wo ist das Lager eigentlich? Na, wo ist sie denn? Da steht sie. Dann ist es also beschlossene Sache. Du hilfst uns also bei der Kürbisernte. Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Hast du eine Ahnung, wie schwer diese Kürbisse sind? Ach, du glaubst also, die Arbeit hier wird ein das reinste Zuckerschlecken? Hehe, dann lass uns das Ganze doch etwas... Ach nee, spannender gestalten. Versuche 5 Kürbisse gleichzeitig zu tragen. Was? Aber Vorsicht, lass dir Zeit, sonst fallen sie dir auf den Boden. Also, bist du bereit? Ach, du Heilige. Dann lass uns Nägel mit Köpfen machen. Ich zeig dir, wohin die Kürbisse gebracht werden müssen. Ach, da geht's hinten runter. Gib dein Bestes, trage die Kürbisse in das Lager. Wichtig ist, dass du nicht zu hektisch wirst. Versuche möglichst langsam zu laufen. Sollten die Kürbisse nach rechts oder links nach rechts zu fallen drohen, gehe nach rechts. Drohen sie nach links zu fallen, bewege dich nach links. Ach du Heilige. Diese Balance zu halten ist hierbei das A und O. Jetzt ist mir Avas im Bild. Das darf doch nicht wahr sein. Geh weg. So. Gerade nicht in Panik und fang bloß nicht an zu rennen, sonst fallen die Kürbisse auf den Boden. Ich drück dir die Daumen. Ach du Scheiße. Okay. Oh, fick dich, ey, ehrlich. Wie drehe ich mich denn? Leck mich, ey, ehrlich. Ist gar nicht so einfach. Alter, Alter. Hier ist Wind! Da ist eine Wand, da komme ich nicht weiter. Oh. Oh. Ach, fuck. Oh,
nein, du hast sie fallen lassen. Du bist aber auch ein Schussel. Du kannst gerne noch einmal versuchen. Kannst gerne noch einen Versuch wagen, falls du dich aber der Aufgabe... Falls du dich der Aufgabe gewachsen fühlst. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe mir das jetzt gerade voll easy peasy vorgestellt, aber... Ja, klar versuche ich. Muss ich ja. Okay. Ja, ich versuche langsam zu laufen. Ich brauche ja dafür auch gerade nur den Nunchuck. Okay. Okay, das war schon zu schnell. Okay, okay, das kann... Oh, leck mich doch. Ja, 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 aller guten Dinge sind drei, Leute. Einzeln wäre mir das jetzt auch Zeitlimit lieber gewesen, ganz ehrlich. Da hätte ich rennen können. Ich mache damit einen Part vor, ich sehe es kommen. Weil ich kann mich ja auch nicht drehen, das ist voll kacke. Die fallen auch jetzt schon. Alter, was soll denn das? Ich muss im Übrigen da lang. Oh, jetzt bloß nicht rutschen, ehrlich. Ich habe einen sehr gleichmäßigen Schritt gerade drauf, das gefällt mir. Ich schaff das, ich schaff das. Ich schaff das. Es geht extrem langsam. Ich hab's geschafft! Ich wusste es, du würdest es schaffen. Du hast tatsächlich alle Kürbisse ins Lager gebracht. Das bedeutet dann wohl, dass es hier nichts mehr für dich zu tun gibt. Hab vielen, vielen Dank. Ich hab doch gesagt, alle guten Dinge sind drei. Lass mich da rein. So, das hätte ich auch geschafft. Was wäre denn dann jetzt meine nächste Aufgabe? Hi. Du bist ja wieder... da bist du ja wieder. Nun, was kannst du als nächstes für mich tun? Oh, was ist das denn für ein seltsames Instrument, das du bei dir trägst? Oh nein. Das ist es. Ich habe die perfekte Aufgabe für dich. Aber diese Aufgabe kannst du nur nachts für mich erledigen. Würdest du dir etwas ausmachen, dich nach Einbruch der Dunkelheit nochmal bei mir vorzustellen? Vorbeizuschauen? Nicht wirklich. Weil hier sind Betten. Ah ja, dann... nachts. Hopp. Der fällt um, liegt und schläft. Das ist unglaublich. Ah. So, es ist Nacht. Hi. Da bist du ja wieder. Nun, was kannst du als nächstes für mich tun? Ach so, das hatten wir gerade. So, so. Nun... Man mag es vielleicht nicht ansehen, aber meine kleine Kambodscha ist eine tolle Sängerin. War nicht allzu lang... Was? War nicht als... Vor nicht allzu langer Zeit hat sie sogar für unsere Gäste gesungen. Doch leider musste sie aufhören, da ihre musikalische Begleitung nicht mehr für uns spielen wollte. Hättest du nicht Lust, ein bisschen auf deinem Instrument zu spielen, während Kambodscha singt? Ja klar, wieso nicht? Ausgezeichnet, ich wusste, dass du Musik im Blut hast. Aber streng dich an! Und spiel bloß nicht wie ein dahergelaufener Straßenmusikant. Sobald Kambodscha singt, werden sich unsere Gäste vom Takt mitreißen lassen. Achte darauf. Achte darauf, deine Lyra im richtigen Rhythmus zu spielen. Ach du Scheiße. Beachte, in welchem Takt die Gäste nach links und rechts schaukeln und richte dein Lyra-Spiel danach. Die Richtung hierbei... Was? Die Richtung ist hierbei nicht wirklich wichtig. Ausschlaggebend ist nur, dass du nicht zu schnell oder gar zu langsam spielst. Sobald die Gäste aufhören, sich zu bewegen, kannst du so spielen, wie du möchtest. Hauptsache, der Rhythmus stimmt, verstehst du? Ja.
Ach so, ja, klar. Das Büppchen hier wird dich begleiten, während du singst. Na los, erfreue deinen Vater mit deiner zauberhaften Stimme. Sehr gerne, lass uns beginnen. Ach du Scheiße. Was soll ich denn machen, ihr Deppen? Hm, ich dachte eigentlich, dass du ein solch schönes Instrument lieblichere Töne entlocken könntest. Meine Gäste sahen jedenfalls nicht so aus, als ob sie über diese Musikunterhaltung gefreut hätten. Ja, was soll ich denn machen? Was soll das denn? Das nennst du etwa Musik? Glaub nur nicht, dass damit deine Schuld beglichen sind. Reiß dich zusammen und spiel nochmal. Ja, ich hab das schon verstanden, aber das ist beschissen zu machen, ganz ehrlich. Ja, das haben wir gerade schon gehabt. Mann, Mann, Mann. Controller will nicht so wie ich. Oh, ich bin... Können wir das abbrechen? Das ist nix. Das ist beim besten Willen gar nichts. Was? Doch? Tatsache, das war was? Das war ja ganz brauchbar. Aber mal ehrlich, ein bisschen mehr hätte ich schon erwartet. Reicht noch nicht? Naja, das war zwar nicht der beste Auftritt, den ich je gesehen habe, aber immerhin war es ja dein erstes Mal. Also gut, die Aufgabe ist bestanden. LOL, ich fand das gerade schlechter als das erste Mal. Nun, das bedeutet dann wohl, dass du nicht länger für mich arbeiten musst. Gut gemacht. Und ich habe beschlossen, dass ich mir schon bald einen neuen Kronleuchter zulegen werde. Da ich mit deiner Leistung übrigens zufrieden war, gibt es noch eine Belohnung von mir. Los, nimm schon. Hey, cool, ein Herzteil. Hey, warte mal, dann habe ich doch... ich hab's voll. Yay! Schau doch mal wieder vorbei, aber dann als Gast. Okay. Also ich finde es cool, dass Nacht ist. Dann können wir gleich mal rüber ins Dorf fliegen. Mal gucken, was wir da nachts noch machen können. Darf man nachts eigentlich fliegen oder gibt es hier Nachtflugverbot?
Ich kann meinen Vogel nicht rufen. Echt jetzt? Nein, ich kann meinen Vogel nicht rufen. Gut, es gibt ein Nachtflugverbot. Da lege ich mich halt nochmal hin und schlafe. Ist ja kein Drama. Gibt's hier nachts noch irgendwas? Wer weiß. Gucken wir einfach mal.